Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fall mir nicht ins Wort, Miss Balk. Wir sind immer noch bei Witcher 2. Und wir wollten ein paar Nebenquests machen und uns in Sachen der Trollfrau umhören. Ja, im Prinzip laufen jetzt herum und reden mit Leuten. Und der guckt uns hier schon so an. Aber mit dem haben wir ja gerade erst gesprochen. Der braucht hier dieses Kraut, ne? Das brauchen wir. Oh. Ja, aber ihr macht gesagt, wo wir es finden so. Können. Der macht den Trank, macht er den dann? Den macht entweder Triss oder wir. Mich hat was in den Arsch gebissen. Ich hab keine Angst. Hilft uns jetzt nicht weiter. Sei gegrüßt. Heute erzähle ich euch von der Gründung Bindegards. Vor langer Zeit erreichten unsere Väter diese Küste. Der König gab ihnen Land. Dafür mussten sie den Wald roden. Damals wie heute war der Wald ein dunkler, schrecklicher Ort. Doch unsere Väter wollten unbedingt hier siedeln. Nachts schliefen sie auf den Booten. An Deck waren der Greis und die Werwölfe zu hören. Tagsüber rodeten sie den Urwald mit Feuer und Axt. Die Bäume erwiesen sich jedoch als zu groß und zu hart für den Stahl Edirns. Und auf das Feuer antwortete der Urwald mit immer neuen Grässlichkeiten, die er auf die Menschen losließ. Unter den Siedlern war auch eine weise Priesterin. Eines Tages tat die kluge Frau kund, dass diese Erde nicht für den Menschen bestimmt ist und sich ihm auch nicht beugen wird. Sie führte die Menschen tief in den Wald und zeigte ihnen den Altar des alten Gottes Veopates. Da verstanden sie, dass dieses Land ihnen nie gehören würde und sie allenfalls am Rand siedeln konnten. Unsere Vorväter hatten Veopates gehuldigt und geopfert, damit er sie vor dem Urwald schützte und ihnen einen fischreichen Fluss schickte. Mit Pfählen steckten sie im Wald die Grenze des Gebiets der Menschen ab. So ist es bis heute. Und so wird es auch bleiben. Ja. Die scheint Ahnung zu haben. Zumindest hat er ziemlich viel erzählt. Ja, und daran merkt man ein gutes Spiel, wenn man sich hinstellt und einfach mal zuhört, was die Leute erzählen und nicht von Punkt A zu Punkt B rennt. War das eine Anspielung auf ein beliebtes Spiel? Nein. Mit du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Amme. Ich bezahle dich gut. Wie gut? 100 Urens. 200. Du bist ganz schön teuer. Was soll's. Es dürfen ruhig alle wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt. Habt ihr alle Platz genommen? Sitzt ihr gut? Hm. Dann hört mir zu. Vor nicht hier gibt allzu es keine langer Monster, Zeit wurde nur König Voltest eine Tochter geboren. Was ist mit dem Troll? Dem Ding im Fluss? Starb, aber guck mal, guck mal. Ja, aber die sind nicht hier. Tja, vielleicht. Als Striege zurück. Nachts sie auf den Sarg und stillt ihren Appetit. Ach, das war doch hier der Elf, der... Ja, ja, den kenne ich auch irgendwo. Wo die Frau verschwunden ist. So, ich weiß nur, dass der Trollkopf irgendwo hängt. Da. Da. Hervorragende Arbeit. Nicht wahr? Das Leder ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatel überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die weisen Schriften lehren. Würfeln wir? Kaufen wir was? Ach, würfeln können wir auch. Das freut mich. Ah, okay, er kann auch nur
Also Sachen herstellen wie der Cedric. Interessanterweise brauche ich unsere Schemas dafür. Ja, so ein Hexerschwert kann halt nicht jeder einfach aus dem Kopf. Ja, aber kann ja sein, dass er auch irgendwas anderes Einfaches kann. Was Einfaches? Ja. Ein Würfelbecher oder sowas. Aber er weiß ja nicht, was wir wollen. Wir könnten fragen, was kannst du denn? Das wäre zu einfach. Was macht das Muttergehen? Hm. Ist ja nicht so berauschend, ne? Ich würde gern würfeln. Ich spiele nicht gegen Hinz und Kunz. Gegen dich spiele ich erst, wenn ich höre, dass du was kannst. Verdammt, wir müssen uns wieder einen Ruf aufbauen. Ich dachte, wir wären der beste Würfelspieler der Welt. Ja, aber der König ist tot. Der bezeugen könnte, dass wir ihn geschlagen haben. Bitter. Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt. Aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Ich möchte dir diesen Kopf abkaufen. Im Leben nicht. Daraus wird nichts. Der gehört mir. Ich zahle gut, sofern du nicht einen Tausch vorziehst. Dann lass uns lieber gleich würfeln. Natürlich nur, wenn du ein echter Gegner bist. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Wir kaufen ihn nicht ab, sondern wir werden mit ihm drum würfeln. Ach so. Sobald er mit uns würfelt. Das ist natürlich dumm, er könnte uns einfach einen Preis nennen. Den würde er dann bekommen und würde ihm nicht Gefahr laufen. Ja, das macht aber Spaß. Er will sich ja, nichts dran verdienen. Dann ist das aber ziemlich kurzsichtig von ihm. Och. So, und Dimitris Kumpane hängen abends in der Schenke ab. Genau, da wollten wir eh noch hin die Nebenquests annehmen, da wir ja so langsam mal ein bisschen stärker werden müssen. Um zur alter Stärke zurückzukehren. Ja. Oh, hier wird noch gebaumelt. Und ruhig abgehangen. Ja, erstmal ein bisschen auf dem Marktplatz abhängen, wie die coolen das um. Oh! Hier. Da können wir uns doch bestimmt ein Zimmer mieten. Wenn du verstehst, was ich meine. So, Auftrag zur Tötung des Trolls. Den nehmen wir nicht. Wir könnten es aber abreißen, dann einfach nicht machen. Ja, dann haben wir es als fehlgeschlagen im Dings. Ach, das willst du ja nicht? Nee, das sieht doch doof aus. Ich weise übrigens darauf hin, dass augenscheinlich Außerirdische zu Besuch waren, wenn ich der Schnitzerei da glauben darf. Ja. Das ist schon mysteriös. Ja, hast da wohl ein Osterei entdeckt. Dimitris Begnadigung. Ja, mit dem wollen wir ja noch sprechen, weil er ja die Trollin getötet hat. Ja. Und wie scheint ist er sogar ein Bandit. Das heißt, wir können ihn dann ohne zu zögern töten. Aber wenn du weiterlesen würdest, hiermit sind alle Steckbriefe und Belohnungen auf Dimitris Kopf aufgehoben. Ja, die Belohnung nehmen wir mit. Wer einmal schuldig war, der ist für Geralt immer schuldig. Wir behaupten einfach, wir hätten diese Gnadigung nie gelesen und ja, tanzen einfach mit dem Kopf an. Und so müssen wir hier diese Entriagen töten. Waren das diese Krebswesen? Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht. Aber wir werden es schon noch sehen. Die Neckar sind diese... Diese kleinen. Ja. Vielleicht ist der Pseudo-Außerirdisch da auch ein Neckar. Das kann auch sein. Ah, hier. Können wir uns die Haare schneiden lassen. Das geht wohl tatsächlich. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen es mal mit. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Solche wie dich kenne ich. Pilze? Geht auseinander. Wieso denn Kartoffeln? Ist doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wieso soll er keine Kartoffeln essen? Das hat doch alles keinen Sinn. Tatenlose Logik. Ja.
Oh, wir müssen jetzt auch noch mehr über Nicker in Erfahrung bringen. Weil wir noch nicht zuschlagen und sie... Was willst du? Töten können, ja. Ja. Gucken wir mal. Wir haben ja auch was über den Buchladen und beim Schmied. Gegenüber des Barbiers. Mhm. Ja, wir gehen einfach mal zum Shop-Symbol. Und ich erst. Komischerweise sind da zwei Läden mit Zangen. Außerhalb. Ja. Ja, in dem einen waren wir. Da ja. Ist der Kopf. Das war aber auch keine Zange, das war so ein, ja. So ein Säckchen. Hexer, benimm dich! So, da sind wir jetzt. Solides Tuch. Ich weiß nicht, sowas brauchen wir nicht, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum sollten wir so ein Tuch herstellen? Ein Erntemesser. Rüstung. Hast du es jetzt gekauft? Nein. Wir suchen Bücher. Ja, keine Bücher für uns. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Teufelskerl. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Armen wehren sich. Ja, manche kriegen den Pfeil ins Knie und andere in den Rücken. Ah, guten Tag. Nicht sehr gesprächig. Sei auch du begrüßt, ehrenwerter Fremder. Ach, guck mal, wie toll sie hier immer rumlungern. Ich krieg die Tür nicht zu. Hier kann man sich bestimmt prügeln. Kameraden. Was jetzt, Grünschnabel? Der eine kratzt sich da Wie lange bin ich hier, der Grünschnabel? Der links. Verfluchte Scheiße! Hinter uns, quasi. Was? Genau. Nee, der rechts. Der, der hat sich eben erstmal schön gekratzt. Und was jetzt? Wohin so eilig, Freundchen? Na, können wir uns ja wohl nicht prügeln. Ich hoffe, wir machen die Fackel nicht umsonst an. Sultan. Ja, die Bodentextur hat's nicht so, ne? Mitten, die Wand mitten auch nicht. Stimmt, aber an der Wand fällt's nicht so schlimm auf. Meine Verehrung. Los, gleich die Höflichkeit gebietet mir nicht zu antworten. Seht mal. Ist sie ja. Du musst jemand was gesagt oder war das ein Furz? Menschen sind im Siehst recht stark aus. Messen wir uns? Warum nicht? So. Gott, die Spannung. Ist ja ganz ruhig. Vor allem wird es auch immer kleiner. Oh, aber du. Man kann dir einfach nichts vormachen. Das ist einfach. Ja, wie so ein, du bist zu stark für mich. Da hast du deinen Gewinn. Versuch's mal gegen den dürren Albert. Na, den besiegen wir da auch. Was ist er denn? Da ist er. Mit mir wirst du nicht so leichtfertig. Komm ran. Komm hier, voller Einsatz. Den Lauch machst du fertig. Oh, Driss ist auch da. Der hat Ohren. An seiner Kette. Ja, da hast du keine Kette mit Ohren. Ich gehe nicht ohne aus dem Haus. Ja. Mann, bist du stark. Da hast du dein Geld. Versuch's mal gegen den fetten Mattis. Klar, wo ist er? Oh, wie die Frauen uns bewundern. Oh, er ist so stark. Na. Liebe und Gauner, wohin man schaut. Ja, das ist Kaffee. Driss herausfordern. Ja, wer ist das da? Ist er nicht hier? Ist er links, der Typ mit dem Helm? Habt vielleicht? Ihr das gesehen? Bist ein kräftiger Kerl. Aber ich bin auch kein Hänfling. Versuchen wir's. Erstmal mit so einem komischen Hut in die Taverne gehen.
Ja, das ist, wenn man sich prügelt, ist ein Helm nicht schlecht. Ja, wir messen uns hier wie Ehrenmänner. Im Arm drücken. Ja. Das ist der Sport der Könige. Oh. Oh, schaffst du es? Ja, komm. Bei den gigantischen Eiern des Veopatis hast du Kraft. Hier, dein Gewinn. Da gibt's noch einen. Den konnte bislang keiner bezwingen. Wer ist das? Bart Schute. Du findest ihn im Dorf. Ach, das ist aber zu weit weg jetzt. Geralt von Riva. Ja. Wie lebt es sich mit den Soldaten noch? Ach, haben wir schon mal gefragt. Das. Ah, verklickt. Keine neue Dialogoption für uns. Ah, mit Rittersporn könnten wir noch ein bisschen was reden. Ich kenne dich, du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Hab ihm das nicht schon mal erzählt? Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an, mach nichts Unüberlegtes. Wenn Loredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Er hat ja eine hohe Meinung von uns. Ja, ich glaube, er sieht in uns auch so ein bisschen Vorbild. Du kannst es uns ruhig sagen, wenn du ihn umgebracht hast. Ich erzähl's keinem weiter. Doch, der spielt lieber hier für den einen. Ja, ja. Ja, ja. Durchschaut. Ja, nur von seinen Künsten kann er nicht leben. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirn hat ein Problem. Henselt steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Kedwin wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöterin. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin, selbsternannte Generälin einer Art Freiwilligenarmee Edirns. Die Frauen greifen zu den Schwertern, die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Ja, wir sparen uns da ein paar Dialoge noch auf. Ist ja bestimmt das letzte Mal, dass wir mit ihm gesprochen haben. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Und versuchen ja mal. Ja, was ist denn mit Luzi? Das ist so eine hübsche. Sprich da mal mit ihm. Ich will hier keine Raufereien. Ist das klar? Ja. Ich behalte dich im Auge. Ach, die ist aber herrisch. Die ist nix für uns. Eine Gurke. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln essen wir ja. Wurde uns ja schon gesagt. Gut, dass du dir von anderen Leuten erzählen lassen musst, was du isst. Ja. Was für ein Leben. Ach, hat Peter, doch alles keinen Sinn. Was ist mit dem hier, dem ihm da? Wernern Rosch. Rosch. Ja, das werden auch nur eine längere Dialogoption. Wir gehen mal hier runter. Schauen wir was hier unten. Ich glaube, derselbe Kopf war doch auf dem Ladescreen in Teil 1, wenn man in diese Bar in Visima geht, im Tempelviertel. Bärenkopf. Das ist doch kein Bär. Hm. Ach du Himmel. Bären mit Hörnern, ist es soweit? Nein. Die Kneipe hieß ja, zum haarigen Bären. Das kann sein. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Wahrscheinlich irgendwelche Lagerräume. Naja, dann irgendwann heißt es, hol mir das Öl aus dem Keller. Da war ich schon, da ist kein, das muss da sein. Da ist kein Öl, ich hab doch geguckt. Die, wo ist das ganze Zeug aus dem Keller hin? Ja, wer es unbeaufsichtigt lässt. Dann ist es allgemein gut, dann kann man ruhig einsacken.
Ist ja richtig hübsch hier. Ist aber schön, dass man die Waffen in diesem alle mitnehmen kann und dann verkaufen. Nicht im ersten Teil, dass man halt nur die zwei Waffen hatte und dann halt noch die dritte da am Gürtel. Ja, ich meine, jetzt tragen wir 10 Schwerter mit uns rum. Ist weniger realistisch, aber dafür gibt es schneller Geld. Bisher haben wir noch nicht so viel Geld gebraucht. Ja, weil wir hier unsere Bombenrüstung haben. Das hätten wir bestimmt schon eine neue gekauft. Vielleicht wohnt hier auch einfach der Betreiber der Lokalität. Das kann auch sein. Erstmal so ein riesen Waschzubord da stehen. Aber das kümmert uns ja wenig, wer hier wohnt. Ja, es ist mir im Prinzip auch ziemlich schnurz. Na, eigentlich sieht es so ein bisschen aus wie ein Bordell. Zumindest stelle ich mir so das Bordell davor. Das Bordell ist aber ein Stockwerk höher. Ist nebenan, ne? Oder drüber. Ja. Drüber. So, hier unten sind keine Verbrecher. Dann werden wir in der nächsten Folge hier oben weitersuchen, weil die sind ja in der Taverne. Angeblich, aber erst abends. Es ist ja schon Abend. Nachts. Gut, da ist ein Mond. Das ist ja richtig. Dann werden wir uns darum kümmern. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.